reinspaziert in unsere niedliche Airbnb. Bevor wir morgen Bath erkunden für den ganzen Tag, haben wir uns noch ein nettes, kleines, süßes Tiny House ausgesucht, was wir euch erstmal zeigen wollten. Ich zeige euch jetzt mal kurz die Innenräume. Alles super schön hell in weiß. Mit einem großen Doppelbett. Eigenen Bad. Was sogar modern ist. Und sogar nachhaltig ist. Mit Regenwasser wird das Ganze, nämlich die Toilette zum Beispiel, gespült. Und dann gucken wir uns einmal um. Und was ich am schönsten finde, weil was darf in England natürlich nicht fehlen, eine Möglichkeit, sich Tee zuzubereiten. Ich habe mich schon erst gefragt, was ist denn hier los? Geht ja gar nicht. Aber wir haben hier noch einen kleinen Tisch. Und innen drin eine Möglichkeit, Tee zu machen. Wir erkunden heute Bath, eine der schönsten Städte in England, sagt man. Und die Stadt ist vor allem bekannt durch die heißen Quellen, die auch die Römer bereits genutzt haben für eine Therme, die wir uns heute anschauen. Und jetzt stehen wir gerade an dem Royal Crescent, eines der Hauptsehenswürdigkeiten hier schon in Bath, weil es ein wirklich wunderschönes Gebäude in Halbmondform ist. Und alle, die von Rang und Namen waren im 18. Jahrhundert, haben dort logiert und ihre Residenz gehabt. Und auf jeden Fall sieht es sehr schön aus schon mal. Um es mit den Worten von Jane Austen zu sagen, oh, who could ever be really tired of Bath, erkunden wir heute jetzt die Stadt und schauen mal, ob sie dem Zitat wirklich standhalten kann. Und Bridgerton-Fans, aufgepasst, hinter uns ist das Haus der Familie Featherington. Sind sie auch lang spaziert? Hier in den Assembly Halls wurden viele Ballszenen gedreht. Und zum Schluss gibt es noch ganz viele Straßen in Bath, die für Außenaufnahmen genutzt worden sind, wie unter anderem hier die Bath Street hinter uns. Und hier trinke ich mein Bier. So, ich habe Senta mal wieder in einem Bekleidungsgeschäft verloren, deswegen sage ich euch jetzt alleine vor der Kamera, dass wir uns auf den Weg machen zur Hauptsehenswürdigkeit jetzt hier in Bath, zum Roman Bath, den römischen Thermalquellen hier. Wir haben uns gerade beim Essen die Tickets geholt, insgesamt 51 Pfund bezahlt, also knapp 60 Euro, es ist schweineteuer. Aber wir haben uns gesagt, wenn wir jetzt schon mal hier in Bath sind, dann schauen wir uns die Hauptattraktion auch mal an und hoffen, dass sich das Geld auch lohnt. Wir stehen jetzt in den römischen Bädern von Bath und haben unterschätzt, wie groß das Museum hier eigentlich nur unterirdisch ist. Also wir haben jetzt gerade schon die Quelle gesehen, die 45 Grad heißes Wasser hier in die Becken reinspeist. Es gibt ganz viele unterschiedliche Räume, die ausgegraben worden sind. Und wir haben herausgefunden, wie der Name früher von Bath lautete, nämlich Aquae Sulis. Und zwar, was auch beeindruckend war, ist, dass hier regelrecht Leute hingepilgert sind, um in diese heißen Quellen einzusteigen, weil außerhalb von Rom, von den Kaiserthermen, gab es einfach nirgendwo im Römischen Reich derartig große Thermenanlagen, die von einer natürlichen heißen Quelle gespeist worden sind.
Also es ist schon beeindruckend, dass hier so große Becken halt auch waren. Und man stellt sich vor, dass in dem Becken hier hinter uns einfach wie heutzutage in einem Hallenbad fröhlich geplanscht worden ist. Alle Schichten beieinander, alle Generationen. Und dann gab es noch kleinere Becken, wo dann auch getrennt nach Geschlechtern gebadet worden ist. Und Massageräume gab es hier auch. Also eigentlich ein Spa aus der Antike. Hier gibt es jetzt kostenloses Hot Spring Wasser zum Verkosten. Ja. Ein Hauch von Schwefel, viel Eisen im Abgang. Ja gut, jetzt nehmen wir den Schluck zu Ende. Lass es dir schmecken. Hier, ich hab dir noch eins. Danke, hast du dich schön voll gemacht, ne? Schmeckt wegen dem hohen Eisengehalt ein bisschen nach Blut, also kaufen würde ich es nicht. Guten Morgen aus unserem Sommerurlaub 2022 vom Chisel Beach. Es ist herrlich, es ist grau, wunderschön hier an der Jurassic Coast, wo wir jetzt unseren nächsten Tag eben starten, unseren nächsten Roadtrip hier entlang der Küste. Ha, herrlich. Wir sind gestern Abend ziemlich spät in unserer letzten Unterkunft hier angekommen. Das Wetter wurde gestern nochmal richtig super, die Sonne kam raus. Wir haben unsere Vermieterin hier auch 3-4 Mal schreiben müssen, dass wir uns verspäten und später kommen und noch später kommen und noch später kommen. Am Ende war es, glaube ich, 11:15, dass wir hier ankamen, weil wir eben einfach noch die Zeit in der Sonne genossen haben. Haben jetzt aber gestern trotzdem hier noch eingecheckt, haben ein super schönes Zimmer für unsere letzten 3 Tage, haben sogar einen eigenen Garten hier hinter mir. Da werden wir auch noch bisschen relaxen können die Tage. Werden jetzt hier weiter in die Südküste erkunden und gleich uns aufmachen zu den weißen Klippen Englands. Das ist übrigens nicht eine bestimmte Stelle hier an der Südküste. Die weißen Klippen, ja, hat es über mehrere Kilometer, hunderte Kilometer, glaube ich sogar, verteilt hier an der Südküste. Und wir machen uns jetzt auf zu einer Stelle, die nennt sich Seven Sisters. So, wir sind jetzt am Parkplatz der Seven Sisters angekommen, der weißen Klippen hier nahe Brighton. Wie immer ist unsere erste Aufgabe, ein Parkticket zu lösen. Es gibt keinen Parkplatz, auch draußen in der Tour nicht, der nicht ein Schweinegeld kostet. Und wie so oft brauchen wir eine Handy-App dafür, wie so oft haben wir hier draußen keinen Empfang, wie so oft müssen wir jetzt erstmal einen WLAN-Hotspot suchen. Es hat zum Glück hier so eine Art Visitor-Center, wo es einen WLAN-Hotspot geben soll. Und ja. Das ist hier eigentlich üblich. Krass ist, dass die Küste hier pro Jahr 1 Meter verliert aufgrund der Naturgewalten. Und hier sieht man schon, in dem Gebäude wurde eine Steinlinie gezogen. Bis zu dem Zeitpunkt, wenn die Klippe hier so weit zurückgetrieben worden ist, bis zu der Linie, muss dann auch dieses Gebäude abgerissen werden. Dasselbe gilt übrigens für das Visitor Center hier vorne. Das ist auch nur noch ein paar Meter weg. Also 5-6 Jahre,
dann müsste es auferlegt werden, ne? Ja, immer weiter landeinwärts und man kann nichts dagegen machen. Wir sitzen jetzt unten am Strand, der sehr, sehr steinig ist. Bequem ist es hier. Hast du was auszusetzen an diesen riesengroßen Steinen? Na, aber es ist wirklich super, super schön hier, oder? Ja. Also, ich finde es mega, hier gerade dran zu sitzen. Was ich mich allerdings frage, wenn jedes Jahr 1 Meter von der Klippe herunterstürzt und wir gesagt haben, wir gehen jetzt oben nicht an der Kante entlang, sind wir dann hier sicherer mit der Klippe im Rücken? Ja, wir haben... Wo stürzt die denn hin, wenn sie runterstürzt? Ja, schon auf uns drauf, aber die bröckelt ja, weißt du? Die bröckelt, so. Die geht ja, glaube ich, nicht komplett runter. Sie bröckelt. Deswegen sitzen wir weit genug davon entfernt. Also, wenn ihr noch weitere Aufnahmen jetzt sehen solltet, dann hat es funktioniert. Was mache ich? Weniger essen. Ich komme nicht durch. Das ist diskriminierend. Wir sind jetzt nach oben gewandert und Achtung Wortspiel, hier oben weht ein ganz anderer Wind. Der war gut, oder? Klasse. Mir hat schon die Mütze weggeweht, ja, aber ich bin da heroisch den Klippen entgegengelaufen und habe sie noch retten können. War eine richtig gute Idee. Wir haben uns jetzt ein paar Brötchen geholt, genießen einen Snack mit Aussicht. Ein Picknick machen wollten wir machen, aber ja, ich wollte eigentlich heute ein Kleid anziehen, aber Kleid in England. Eisige Temperatur. Falsches Land. Nachdem wir uns bei den Seven Sisters jetzt erstmal ordentlich vom Wind durchpusten lassen haben, geht es jetzt an den Strand. Also es ist jetzt kein Sandstrand und kein Paradiesstrand, ja, vielleicht, wie man es vielleicht aus Asien kennt, aber super schön, also mit wirklich einer der schönsten, die wir in ganz England gesehen haben. Und hat sogar so ein paar niedliche Strandhäuser hier hinter mir. Ich glaube, die werden dann am Wochenende richtig belebt sein. Und heute ist das Wasser sogar richtig flach. Es gibt kaum Wind. Vielleicht schaffen wir es, unsere Mission, noch einmal ins Wasser zu gehen hier in England, erfolgreich abzuschließen. So, der Moment der Wahrheit ist da. Es ist nicht so, dass wir eine Erfrischung bräuchten unbedingt, oder? Nee. Also ich habe auch mein T-Shirt mal angelassen. Ja, aber was muss, das muss. Remmelkanal. Keine gute Empfehlung, keine weitere Empfehlung. Das heißt, ab hier bin ich auf mich alleine gestellt, ja? Ja. Oh. Das macht keinen Spaß gerade. Das macht keinen Spaß. Aber wir haben gesagt, wir sind auf einer Mission. Das hilft ja nichts. Oh. Also Empfehlung, wenn ihr einen Badeurlaub wollt. England ist nicht unbedingt das Richtige. Nach 3848 gefahrenen Kilometer und war es gerade eben soweit. Wir mussten uns von unserem treuen Gefährt, von unserem treuen Viking trennen. Wir stehen jetzt auch vorm Flughafen. Senta hat mich dazu gezwungen, auch eine kleine Anekdote jetzt hier aus Chris' Fehlerkabinette zu erzählen. Weil wer ihn kennt, weiß, dass wir öfter mal Herausforderungen zu meistern haben, ja, und Abreisen aus fernen Ländern. Ja, mir ist bei der Buchung ein kleiner Fehler unterlaufen. Ich habe nämlich die falsche Abgabestation irgendwie ausgewählt. Da stand jetzt, gestern Abend habe ich gesehen, dass wir bei London City Airport den Wagen abgeben sollen.
aber jetzt von London Heathrow, wo wir gerade auch davor stehen, abfliegen. Gab einen kurzen Aufreger. Ja, weil wir gestern Abend um 8 oder 9 niemanden mehr erreichen konnten, logischerweise. Und wir das heute früh während der Fahrt alles noch geregelt haben. Hat aber gut geklappt. An dieser Stelle nochmal danke, Europcar. Hat super funktioniert. Daher stehen wir jetzt auch am richtigen Flughafen, London Heathrow, und hoffen, ja, dass wir jetzt gut und komplett nach Hause kommen, weil wer das Video irgendwann in der fernen Zukunft anschaut, im Sommer 2022 mit Lufthansa von London Heathrow abzufliegen, ist nicht unbedingt die gescheiteste Idee gewesen. Die Chance, dass entweder ihr oder euer Gepäck nicht pünktlich am richtigen Ort ankommt, ist gar nicht mal so gering. Aber wir hatten einfach so eine super schöne Zeit in Schottland und England, dass wir das jetzt eigentlich auch noch überstehen. Ja. Die paar Stunden, die kriegen wir hin. Absolut. Wir hoffen, euch hat es ebenso gefallen, die letzten Wochen mit uns mitzureisen, und wir sehen uns irgendwann beim nächsten Mal, von wo auch immer. Ciao.